Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Heute in einer recht ungewöhnlichen Position, ich mal direkt vor der Kamera. Das mache ich jetzt bloß mal am Anfang, weil ich möchte es erstmal nicht versäumen, dir ein gesundes neues Jahr zu wünschen oder euch ein gesundes neues Jahr zu wünschen und euch mal einen kleinen Einblick hier zu geben, wie das hier bei mir ausschaut, aus welcher Position ich auf meine Bahn gucke. Und ich hatte ja immer schon gesagt, es ist 1,40 Meter hoch circa. Und das kann man sich so ein bisschen schlecht vorstellen, weil ich hatte ja mal gesagt, dass ich, wenn ich auf meine Eisenbahn, auf meine Modellbahn, sprich auf die Steampunk gucken möchte, möchte ich ja im Grunde genommen eine Position haben, die ich aus den Augen raus habe, die ich im Grunde genommen genießen kann, ohne von oben drauf zu gucken. Aber das jetzt nochmal am Rande, wenn ich jetzt hier sitze, ich sitze jetzt tatsächlich, ja gut, man sieht ja den Stuhl hinter mir, dann habe ich die Platte, also die Eisenbahn wirklich in Augenhöhe oder sogar leicht drüber. Man sieht es ja jetzt hier hinten, die Ebene, die da oben ist. Das ist ja da, wo der obere Bahnhof gerade entsteht. Man sieht es ja leicht hier oben, wird ja im Moment die... Der hat der neue Bahnhof gebaut. Das heißt, da wird ein zweites Gleis gebaut da oben. Und das wird das nächste Video. Ja, heute geht es nochmal um die Signale. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Ich habe ja im letzten Video im Dezember damit angefangen. Und habe jetzt in diesem Video mal, vielleicht kann man sich erinnern, vielleicht gab es schon Leute von euch, die das mal geschaut haben. Die also tatsächlich auch im vorletzten Jahr meine Videos schon geguckt haben. Okay, da waren es ein paar Videos, da hatte ich glaube 400, 500 Abonnenten, aber das ist ja auch schon eine recht beachtliche Zahl. Und da hatte ich mal Signale selbst gebaut. Und zwar, wer sich erinnert, oder wer auch nicht, ist egal, ich kann sie ja nochmal zeigen. Das sind sozusagen diese, ich weiß nicht, ob man jetzt hier so ein bisschen sieht, ob der Fokus drauf liegt oder wie auch immer, diese kleinen Signale, Marke Eigenbau, die waren eigentlich gedacht für meine, kann man das so ein bisschen jetzt hier, guck mal, wir gucken mal ins Licht, ja, einfach für meine Spur Z waren die gedacht. Und das ist im Grunde nichts weiter, ich bring's nachher im eigentlichen Video nochmal mit rein, das sind Teile aus Lüsterklemmen, ja, die Innereien, wo ich auch die Klemmen für die Weichen draus gebaut habe. Da habe ich die Schrauben rausgemacht, da habe ich dann ein Messingrohr runtergebracht. Und hier oben, das wird man jetzt schlecht sehen hier. Aber das ist ja egal, wie gesagt, das kann ich ja nochmal im Video reinbringen. Da ist dann diese kleinen SMD-LEDs drin eingelötet. Und dann kommen entsprechend hier unten vier Mikro-Litzen. Ja, die sieht man kaum, die sind so dünn und die löten sich auch richtig blöd. Aber egal, die habe ich genommen, die kann ich natürlich in der Form nicht weiterverwenden, beziehungsweise mir gefallen sie auch nicht gut genug. Ich habe ja die anderen schon mal reingebracht, die ich jetzt hier gebaut hatte, beziehungsweise die ich koloriert habe. Wo habe ich sie denn jetzt eigentlich jetzt hier? Im letzten Video werde ich mal die wegpacken hier. Die hier. Ja, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Das sieht natürlich ein bisschen schmucker aus. Ich habe natürlich nur, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich verwende im Grunde genommen nur ein grünes und ein rotes Licht. Ich mache, oder LED, ich mache da jetzt keine Signalbilder und sowas, weil das passt in meine Steampunk-Ära nicht rein. Ich will diese Signale hier haben. Ich mache das mal so ein bisschen vor die Hand. Und wenn ich mal gucke, immer, ich muss dann mal gucken, ob ich da drauf habe jetzt hier. Und die finde ich super. Die habe ich aus Fernost, aus China. Ich mir die schicken lassen, die wurden dann koloriert. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Habe ich zwar im letzten Video schon gemacht, aber wir machen es in dem Video nochmal kurz mit rein. Und keine Sorge, ich mache wie immer kurze Videos, das ändert sich nicht. Ich mache jetzt hier keine halbe Stunde Quatscherei oder sowas. Ich wollte es euch nur mal zeigen und dass man mal so ein bisschen den Eindruck bringt, wie das Ganze jetzt hier mal so wirkt hinter mir. Ja, ich meine, das sind ja wirklich von da hinten bis ganz darüber, da kommen wir vielleicht mal noch in anderen Videos mit drauf, sind das jetzt hier so knapp 5 Meter, 4,80 Meter oder sowas. Und auf der Seite jetzt hier rechts hinter mir ist praktisch der Schrank mit der Wendel dran. Kommen wir auch mal zu. Ich meine, wenn euch das Format gefällt, dass ich das jetzt hier so ein bisschen live bringe, dann können wir das gerne machen. Und dann kann ich das beibehalten, wie wir wollen, wie wir, ist auch eigentlich ja im Grunde genommen. Aber ich dachte mir so ein kleines bisschen
persönliche Note ist vielleicht auch mal nicht verkehrt und dann können wir das ruhig machen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns ja beim nächsten Video. Ich zeige dir erstmal, worum es heute geht. Ich baue im Grunde genommen die Signale ein, zeige ganz kurz was zu dem anderen und lass dich einfach überraschen. Ja, dann werden wir uns jetzt mal den Löten der Signale hier widmen. Hier löte ich jetzt zwei Signale gleichzeitig. Und zwar nicht die Zwerge da oben rechts eingeblendet, die ich da schon angefangen habe wieder zu grundieren. Hier sehen wir sie nochmal in der Endform. Die Steampunk-Signale, wie ich sie mal schön nennen möchte jetzt hier. Und ja, Fummelkram, das sind immer diese winzig kleinen Litzen und dann ist hier ein bisschen der Nachteil, dass die sich ganz schlecht verlöten lassen miteinander. Hier sehen wir jetzt übrigens den Zwerg, den Selbstbauzwerg, was ich aus diesen alten, ehemals für die Spur Z gebauten Signale gemacht habe. Das heißt, die habe ich einfach versenkt bis zum geht nicht mehr. Und ja, es ist auch den Platz. Der hier zwischen Lok und Gleis, das ist sehr, sehr eng. Das Licht, was hier übrigens durchschimmert vorne, das verschwindet alles nachher noch. Das wird mit überstrichen, das funktioniert recht gut. Und ich finde die kleinen Dingerchen, die sehen da an sich recht nett aus hier. Und das kann man sehen lassen. Aber bei der Gelegenheit fällt mir noch was kurz ein. Ich melde mich gleich wieder. Ja, ich will jetzt nicht sagen, fast hätte ich es vergessen, weil ich habe es nicht vergessen. Und zwar habe ich ein Päckchen bekommen von einem lieben Abonnenten. Ich hoffe, das ist ein Abonnent von mir oder zumindest schaut er meine Videos, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Abonnent ist von dem Tommy. Schönen Dank an dieser Stelle. Habe ich nämlich ein Päckchen bekommen. Oh, ich will mal jetzt hier nicht zu dolle mit meinen Adressen hier, weil ich weiß nicht, das wird er wahrscheinlich nicht mögen, wenn ich seine Adresse hier jetzt reingehalten habe. Vielleicht werde ich es noch unkenntlich machen, aber okay, das ist ja auch kein Problem. Auf jeden Fall habe ich ein Päckchen bekommen von dem Tommy. Schönen Dank, habe ich gerade schon gesagt. Da komme ich aber im nächsten Video nochmal drauf. Und zwar, wenn ich es auspacke. Ich habe es zwar schon aufgemacht, man sieht es ja jetzt hier, aber ich möchte ein bisschen näher drauf eingehen und ich möchte mal zeigen, was der Tommy mir geschickt hat. Und aber da würde ich ganz gerne nächste Woche oder vielleicht auch übernächste Woche. Ich muss mal gucken, wie ich das nächste Video schaffe. Wie gesagt, ich möchte ja nicht immer nur dasselbe irgendwo senden. Jetzt bringe ich die zweite Folge schon, wo es mit Signalen losgeht und wie auch immer. Und deswegen baue ich natürlich viel im Kämmerlein, verborgenen. Ja, wir sind hier natürlich in der Männerhöhle und nichts anderes. Und da entsprechend geht es natürlich wild zu. Nee, Quatsch, geht's nicht. Es ist ja eine ruhige Angelegenheit. Aber wie gesagt, ich würde es gerne im nächsten Video mal aufwachen wollen. Er hat was gebaut, was zu meinem Steampunk-Ära da hinten, ich gucke mal so ein bisschen hier mit nach hinten, in die Steampunk-Ära reinpasst. Und ich hatte es ja im letzten Video 2020 erwähnt, dass ich die Steampunk-Anlage ja nicht nur für mich alleine bauen möchte. Und zwar, mich würde es freuen, wenn viele sich dafür interessieren, viele ein bisschen was dafür empfinden, vielleicht auch ein paar Ideen mit reinbringen oder ein paar Anregungen, was man so gerne sehen möchte. Ansonsten, wie gesagt, ich werde das Format mit dem Live vielleicht, ich habe mir es gerade nämlich überlegt, vielleicht mal ein bisschen beibehalten und viele Sachen auch mal vielleicht hier am Werktisch oder sowas mal mit live machen. Und ja, lieb, wenn du vielleicht was in die Kommentare schreibst, wie es dir ganz lieb wäre oder was du mal sehen möchtest, was ich vielleicht besser macht. Dann sage ich trotzdem erstmal, mach schön gut. An dieser Stelle dein Aquapainter und das war's jetzt wirklich. Tschüss. Jo, und zwar kommen wir jetzt noch zum Schluss. Was heißt zum Schluss? Wir kommen jetzt mal noch auf den Testaufbau zu sprechen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle selber. Man legt eine Leitung, ein Kabel, eine Litze, wie auch immer, und es funktioniert nicht. Das ist mir selber auch passiert, und zwar nämlich genau hier und bei der anderen Stelle da hinten. Das heißt, aus diesem Grund habe ich das dann natürlich so gemacht, dass ich das vorher alles getestet habe, und das will ich dir jetzt noch kurz zeigen. Ich habe probiert, wie die Lok vorbeifährt. Ich habe geguckt, wie die Waggons vorbeifahren, ob genug Platz ist mit Gegenverkehr und.
Und ja, hier sehen wir nochmal den kleinen Zwerg. Ich finde, er ist schmuddelig geworden. Und genau das war das, was ich erreichen wollte. Ich möchte nämlich diese platten Oberflächen. Hier soll ruhig so körnig ein bisschen was drauf sein. Hier soll ein bisschen Dreck dabei sein. Hier soll alles ein bisschen benutzt aussehen. Und ich glaube, so langsam beginnt das alles irgendwo seinen Sinn zu ergeben, was ich hier so gebaut habe oder was ich noch bauen werde. Und ja, funktioniert. Ich würde sagen, schau wieder rein. Ich freue mich. Wir sehen uns nächste Woche oder in 2 Wochen. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Dann sage ich, mach schön gut, dein Aquapainter. Lass einen Daumen nach oben da und abonniere mich doch, wenn du es noch nicht gemacht hast. Tschüssi, dein Uli.